Hallo und herzlich willkommen, Sportchef auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22. Hier aus der Galgenberg vom Arbeitslosen zum Unternehmer in der Season 2. Ja, ich hoffe, geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir sind immer noch am gleichen Tag, aber nicht mehr lange, meine lieben Sportsfreunde. Ich möchte jetzt gerade noch, ich wollte es mir denkt, die, was mich schon länger verfolgen, die wissen, ich bin ein transparenter Mensch. Ich möchte nicht erzählen, wo das Zeug herkommt, wie das Zeug abläuft. Und von daher, ja, passt. Wollte jetzt das gerade schnell mit Ink machen. Ich habe jetzt so hier den Hänger geholt, die ist ein bisschen aufgeladen und schauen wir mal, wie viel Stroh das unsere Kälber brauchen. Grüße gehen natürlich raus an meine Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen. Schön, dass ihr hier den Weg zu mir in die Galgenberg gefunden hab's, vom Arbeitslosen zum Unternehmer, und ich hoffe, ich kann ein bisschen mit diesem Let's Play unterhalten, meine lieben Sportsfreunde. Genauso wie Grüße rausgehen an meinen YouTube-Kollegen, an den lieben Freezy. Schaut mal bei ihm vorbei, hinterlasst ihm einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar, und wenn es geht, schaut bei mir und bei ihm die Videos von Anfang bis zum Ende an, damit dass man hier für den YouTube-Algorithmus ja, dass das gut rumgeht. So. Auf wie Schirm, wo leichter aus wird, das Ohr kriegen wahrscheinlich. Aber macht nichts. Kriegen wir schon hin und dann spulen wir gleich den Tag nach vorn. Wir müssen es nämlich optimieren. Wir müssen das optimieren im Sport. Das geht nicht anders. Hier zum Verladen dort der kleine Lader auch noch. Da braucht man nämlich dann nur eine Schaufel dazu, dass man dann noch den Mist auslagern können. Die Spulus, den Mist auslagern können. Müssen wir ihn gerade ein bisschen rocken. Jetzt müssen wir ihn gerade ein bisschen rocken. So, ziemlich schnell. Der ist schon mit dem Stroh voll. Der ist mit dem Stroh voll. Da ist auch schon voll, passt. Ja, logisch, wir haben ja das Aufnahmesession. Dann positionieren wir den da, passt hervorragend. Dann legen wir den da und dann rufen wir den da für die. So, ja gut, richtig hin. Jetzt sind wir eh schon in starken, wir haben eh einen starken Bauern, also von dem her. Wäre jetzt nicht so dramatisch sein. Ich möchte das Optimalste aussuchen, finde ich. So, dann gut ist dort schön laufen. Dann stellen wir den da her. Stellen wir den jetzt da her. Und dann hüpfen wir da jetzt meinen Dogfilm. Ich wollte schon mal nochmal durchschauen. Da passt's. Da passt's. Da passt's. Da passt's auch.
Da passt es auch hoffentlich. Dass wir noch einen Tag für die Hupfen kriegen. Ja, Hupfen halt für den Tag. Stroh haben wir raus. Dann machen wir da unser Pferde. Unser Pferdeding wollte ich da eigentlich hermachen, aber jetzt haben wir da zu wenig Geld haben dazu, weil der kostet noch schnell 90.000. Dann steht da 60 haben wir. Das heißt, ich muss jetzt da schnell aufspringen. So. Jetzt mal kurz schauen, bei die Pferde. Da Sauberkeit, Fitness. Das haben wir jetzt alles runden. Dann machen wir das jetzt. Dann machen wir jetzt noch eine Planänderung. Damit zuerst Holz verkaufen. Weil dann können wir nämlich da unten das Optimale hinaufholen. So. Dann. Jetzt gehen wir heute das Thema mit den Pferden an. Da ist das Thema auch dann erledigt. Stroh 60 haben wir eh mehr als genug. Ich dann die Ladung holen. Jetzt passt auf. 2. 0, 2, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 4 bis 2, 1, 2, 1, 75 Bioledle. Das weiß ich, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht extra. Kontrollieren wir nochmal einmal. 2, 1, 200, 2175 ist XD. So. Die Schafe lassen wir unten. Jetzt mal im Moment, aber die Pferde holen wir uns da her. So, also es kann ja auch nur sein, dass wer die Galgenberge noch nicht kennt. Den Trigger tut man da nicht mehr aktivieren. So. Wir holen jetzt einfach mal alles her auf dem Hof. Was grad geht, wir holen jetzt alles her. Und dann versuche ich diesen neu aufzuteilen. Irgendwo muss ich anfangen. Das ist das Bioledle. Gott sei Dank, das gehört zwar uns, aber das können wir Gott sei Dank verteilen. So. Sei Dank.
Schau mal, ob wir Dorfflächen drin. Agro, die Flächen drin. Dass man so die Pferdezucht, dass man so im Pferdestall her sitzen findet. Weil dann kann ich nämlich oben den Pferdestall wegmachen und dann bleibt das optimal für was anderes. So. Moment. Kann man da die Hühner weg? Was stört denn jetzt da noch? Irgendwas stört denn. Aber was? Die Bäume wahrscheinlich. Das ist auch so, wenn ich jetzt so das da nicht herplatzieren kann. Ja, ich mir denke, das geht sich super aus. Ja, man denkt, das geht sich da super aus dabei. Dabei, wenn die drei Bäume da am Weg sind, gell? Oder? Ah, da sind gleich zwei Bäume nebeneinander. Leidiges Thema. Den haben wir auch weg. Bringe dann zwischen die Folgen auf. So, das heißt wiederum, wir müssen so zuerst noch Gerät ausgleichen. Ah, es nutzt halt alles nichts, gell? Es nutzt halt alles nichts. Es nutzt halt alles nichts. So, Großgeräte. Angst, wenn nicht zu was Großem greifen. Fassgeräte, Fassmaschine, da haben wir doch da, der was ich, ah, wir haben ja Baum, wir haben ja Fräsen. Wir haben ja auch Fräsen. Kurz Moment, bin gleich wieder da. So, nein, ich nehme mich jetzt hier mit dazu, meine Spaßfreunde. Wir haben da fast den einen, Dings da voll. Das heißt, wir brauchen ja 100.000, dass wir eben das Rot zusammenbringen, dass wir Oma die
dass man oben den Wald ein bisschen optimieren können. Das sollen wir dann auch machen. So, dann nehmen wir das Gewicht, nehmen wir auch gleich mit. Das Gewicht nehmen wir auch gleich mit. Da setzen wir jetzt gleich den Ding auf, den 100.000er. Das 100.000er Roh. Aus Gold natürlich. Da ist dies auch erledigt. Reparieren. Reparieren. Was ist jetzt dieser kaputt oder mit denen? So, jetzt. Und den Traktor reparieren wir auch noch gleich mit, wenn wir auch schon da stehen. 2.500, aber ja, wir brauchen uns noch so. So, jetzt halt. Wenn man da den Zaun aufgemacht. Dann können wir da nicht mehr rüber, das führt vorne. So. Dann müssen wir jetzt gerade uns das auf Verkaufen stellen. Da ist jetzt auch fast voll. Und da ist der Fruchtdresser. Dann jetzt einfach mal aus Direktverkauf. Und schauen wir mal. Der ist da noch nicht oben, deswegen lassen wir den oben. Da haben wir da ein bisschen einen Mitlauf. So. Und dass wir da jetzt, dann machen wir da die Bahn jetzt auch noch gleich mit. Wie gesagt, ich hole jetzt alles auf den Hof her, wo es gut geht. So. Keiner hat gesagt, dass ein Umbau leicht ist, gell? So. Aber ich glaube, die Besserung für den LS25. Keiner gesehen. So. Irgendwo da muss man was sein. Ah, da ist was.
So. Jetzt hoffe ich, dass der kleine Baum da nicht stört. Also, ich darf auch nicht in der Fläche hineinstehen. Ich darf da nicht in der Fläche hineinstehen. Ich habe da die Mod, dass man da den Holzfäller mod, dann kann ich nämlich da die erwischt oder weg da. Also jetzt müssen wir auf, weil ich mache jetzt da die, geht's da mal ein bisschen tiefer, schaut man jetzt die so. Ich aktiviere mal schnell den Mod. Bis gleich. So, meine Sportzeuge, nehme ich jetzt hier wieder mit dazu. Jetzt den Mod aktiviert. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Jetzt ist er weg. Mal schauen, geht er da bei deiner Büsch, ja. Man sieht ihn dir mal nicht, wo er gerade umgeht, der Ring. So. Und ist noch nicht dummer. Möchte mich da von deiner Randsteine weg, da schieben wir vorne. Machen wir mal da so ein bisschen Matsch. So, wir wissen, was wo was quasi ist. So. Das passt ja ganz gut da der Weg. Jetzt. Teurer, dummer. Ich glaube nämlich, dass das so ganz gut passt. Da vielleicht an den Hühnerstall her. So. Okay, dann müssen wir raus aus dem Baummenü. Schmeißen uns gerade ein bisschen weiter vorne. Ah, hervorragend. Seht ihr es? Das passt ja gut. Dann können wir da wieder jetzt halt auf Einloggen, auf Einloggen gehen. So. Produzieren ganz gut auf. Einloggen. Passt. Direkt drauf. Trauben waren super, aber haben jetzt im Moment nicht. So, Tiere, Pferde. Und hier den machen wir. So. Wie gesagt, möchte gern. Ist jetzt hier so ein bisschen schön platzieren. Zack.
schauen wir uns diese zu. Hervorragend. Wenn wir da die Maschine für könnten, das gleichen wir dann jetzt noch, das müssen wir dann schon gleichen. Da den dann mal weg. Dann, dass man irgendwie erwischend. Sofern, dass man irgendwie erwischend. Ich bin erwischend. Nix. Hervorragend. Hervorragend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da, ob ich jetzt hier Stroh habe. Das weiß ich jetzt nicht. Achso, ich habe einen Ladewagen frei. Dann machen wir es mit dem Ladewagen. Also, übers Gewicht drüber rammeln. Guckt, der zieht ja super. So. Aber ist gut, es ist, gefällt mir. Gefällt mir gut, dass man da mit den Nebenprodukt, sag ich jetzt mal ganz salopp, gut Geld gemacht haben. Jetzt noch schnell hoch. So. Okay. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der der Schluck da ist. Das wird jetzt dann, das wird jetzt dann der Knorne zum Versorgen. So, da. Das wäre jetzt der Knorni zum Versorgen und der den braucht man jetzt haben wir noch Hofer? Ob ich noch Hofer habe ich nichts mehr. Hofer habe ich nichts mehr. Das war's, Karotten habe ich oben. Karotten habe ich oben. So. Und
Nächstes müssen wir mieten. Das müssen wir mieten. Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Mein Schloss, meine. Ich werde es mal auffüllen, werden wir mal die Karotten das mal auffüllen und dann in der nächsten Aufnahmesession werden wir dann den Umzug der Pferde erledigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken hier aktivieren, so dass wenn es hier aus der Galgenberg vom Arbeitslosen zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht: Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meinem Sportsfreund, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus!